Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WW2K19, das Community Universe, das Everse. Und schon wieder ist ein Tag vorbei und schon wieder sind wir einen Tag näher an WW2K20. Ich kann es wirklich mittlerweile so langsam nicht mehr erwarten, dass das Spiel endlich erscheint. Die ganze Zeit habe ich gesagt, ja, ich mache mir Gedanken, wenn es dann da ist. Aber doch, so langsam kommt ein bisschen der Hype. Ich habe zum Beispiel jetzt auch schon meinen neuen Charakter für 2K20 erstellt. Damit habe ich auch gestern tatsächlich schon ein paar Online-Kämpfe hier mit den Jungs absolviert. Bin sogar zweimal als Sieger rausgegangen aus einem Elimination Chamber Match. Also ich freue mich wirklich drauf, dass es dann jetzt bald weitergeht. Aber so weit ist es noch nicht. Wir müssen uns noch einen kleinen Moment gedulden. Deswegen legen wir jetzt erstmal mit der heutigen Folge wieder los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und allen Teilnehmern natürlich viel Erfolg. Here we So, go, and haben we're wir Steve kicking things Raymond off gegen with a bang. Cesaro, da setzt sich Steve Singles Raymond action, durch. Dann haben wir coming Rusev your gegen way. Samoa Joe, hier setzt sich Samoa Joe durch. Snowman hat es mit Cedric Alexander zu tun, hier setzt sich Cedric Alexander durch. Außerdem Mr. Madison gegen den Stranger, hier setzt sich Stranger durch. Des Weiteren Walter gegen Drew McIntyre, hier setzt sich Drew McIntyre durch. Tracer hat es mit Baron Corbin zu tun, hier setzt sich Tracer durch. Ja, und dann ein Rückmatch, was noch bevorsteht. Larry und Karl gegen Hanson und Raw bzw. Eric und Ivar. Schwung, schnell Einzug ein, los geht's. Und ja, wir sind in der Raw Arena. Und als erstes kommt die Walter Family. Ich habe so langsam eine Theorie, woran das liegt, dass diese Logos manchmal nicht angezeigt werden. Ich glaube, die dürfen eine gewisse Länge nicht überschreiten, wenn man diese Zeitskalierung einstellt. Das wäre möglich, weil ich habe wirklich irgendwie so ganz dunkel im Hinterkopf, dass es da schon mal ein Problem in 2K18 gegeben hat. Aber gut, ich werde es jetzt nicht mehr großartig ausprobieren, jetzt sowieso bald 2K20 erscheint. Na gut, Larry und Karl auf dem Weg zum Ring. Dann warten wir mal auf die Viking Raiders. Eric und Ivar. What you can give nothing back. The champs. Da würde ich sagen, gehen wir mal weiter und warten auf den Matchbeginn. Gut, den Anfang können wir jetzt sowieso wieder überspringen, weil das jetzt wieder fehlerhafte Ansagen sind. Oder? Genau. Etwas Kuddelmuddel. Aber es geht los. Und was ist denn da los? Larry zweifelt schon an sich. Das haben wir auch noch nicht gehabt, dass einer direkt vor Matchbeginn oder nachdem das Match angeläutet wurde, direkt mal in diese Zweifelaktion zeigt. Kommt jetzt die Befreiung. Muss jetzt bald mal ein bisschen was kommen. Lässt der Ivar fliegen. Und der Wechsel mit dem Rumble-Sieger. Karl ist in der Haus. Jetzt gibt es einen Choke. Choke STO, was weiß ich. So sah es zumindest für mich aus. Auf jeden Fall, der Wechsel hat sich jetzt mal bezahlt gemacht, denn Larry hat da ein bisschen seine Probleme gehabt gegen Ivar. Und der wechselt jetzt mit Eric. Jetzt bin ich gespannt. Ha! Hätte jetzt langsam bekommen, es hin, die Namen. Hat ja lang genug gedauert. Und German Suplex von Karl. Das Bier in die Ecke geht schief. Goldberg hätte eine Platzwunde gehabt. Ja, da kommt der Reversal von Eric. Und die Punch ist aber jetzt auch schon wieder hier. Den Tritt abgefangen. Und es geht wieder in die Ecke zu Larry. Gibt es den Wechsel?
Leben wie Larry. Und der Elbow in den Rücken. If you ask me, fellas, this championship match is among the most highly anticipated that we've seen in quite some time. Ja, das sollte jetzt auch der Wechsel kommen. Und jetzt fliegt erstmal Ivar nach draußen. Und wieder der Wechsel mit Karl. Und der Flying Cross Body vom obersten Seil. Und der Headbutt. Möchte mich übrigens nochmal hier entschuldigen an dieser Stelle, damit das klar ist. Und zwar habe ich mich die ganze Zeit Karl verwechselt. Ich dachte die ganze Zeit, dass Karl Tino ist, aber Karl gehört zu Jacob Camp. Ich habe das in meiner Liste komplett falsch eingetragen. Deswegen habe ich falsche Informationen rausgegeben, glaube ich, wo ich gemeint habe, wer den Rumble gewonnen hat. Und jetzt der Pinfall gegen Eric, aber da ist natürlich der Kickout. Tino hat nämlich den IT, der hier Teil vom Code Club war. Aber ich meine, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, da kann man mal durcheinander kommen. Hat ja keiner Nachteil dadurch gehabt. So, jetzt geht's in die Ecke hier zu Ivar, aber kein Wechsel. Und jetzt der Wechsel mit Larry. Also die tauschen sich da gut aus. Ja, da war der Weg wieder zu lang. Und jetzt bin ich gespannt. Gibt das ein Auszählen? Wir sind bei 8. Aber das ging mir mal gut. Und jetzt auch wieder Eric mit dem Reversal. Und der Wechsel. Pinfall. Aber Larry mit dem Kickout. Das ist ein Finisher. Pinfall auf jeden Fall gegen Ivar. Aber auch der mit dem Kickout. Wie, was hat er vor? Und das war jetzt der Finisher von Ivar. Oh, und das war ganz, ganz knapp. Also ich glaube, lang wird das hier nicht mehr gehen. Denn gefühlt hat jetzt jeder mal hier mal einen Finisher eingesteckt. Und auch da schon wieder der Reversal, Shoulder Block. Tag Team Championship up for grabs. Which team wants it more? Und Bulldog und Platzwunde ist auch dabei, Larry. Und jetzt war der Hot Tag mit Karl. Jetzt kommt da der Rumble-Sieger. Und die Klausline geht direkt mal schief.
Und da gibt es den Crossbody. Ja, da ist das Momentum erstmal direkt gekillt worden. Rockkick von Karl. Clothesline von Karl. Noch eine Clothesline von Karl. Aber wenn wir einen Superstar of the Year wählen müssten, wäre das wahrscheinlich Karl. Wahnsinn. Jetzt bin ich gespannt. Greift Eric ein? Ja. Das könnte ein Comeback werden. Oder auch das. Larry ist ganz schön hier, der hängt in den Seilen. Und jetzt auch Platzwunde bei Ivar. Und Sidewalk Slam. Wird der Hot Tag unterbrochen, aber Simone Driver. Jetzt Pinfall gegen Larry, der ist glaube ich jetzt jeder mit einer Platzwunde. Wo ist eigentlich die Platzwunde von Ivar? Der hat da auch eben eine. Okay, jetzt hat irgendwie scheinbar so rein von der Optik haben jetzt nur hier die Walter Family Platzwunde, obwohl das doch angezeigt wurde eigentlich. Vom Move her habe ich so verstanden. Nächster Crossbody gegen Karl. Und jetzt steigt Ivar aufs oberste Seil. Und trifft ihn, obwohl er da schon am Wegkriechen war. Und Wechsel mit Eric. Dann gibt's den Backdrop vom obersten Seil. Jetzt der Pinfall gegen Karl. Larry kommt nicht. Eins, zwei, aber da kommt nochmal Karl raus. So, und jetzt wieder die Forest Patrol. Pinfall. Und da hat jetzt Karl ein bisschen gepennt. Das hätte was werden können. Jetzt ist Ivar allerdings erstmal eliminiert. Jetzt müssen sie schauen. Da ist jetzt tatsächlich der Sieg drin. Ja, jetzt doch nicht mehr. Eric mit dem Reversal. Ja, das war jetzt nicht ganz überraschend, die Befreiung. Und jetzt der Larry. Leben wie Larry. Es geht in die Ringecke, wie auch immer. Ringecke. Und nicht Rickenge. So, und jetzt der Pinfall. Und das war's, die Walter Family holt sich den Titel zurück. Und da hat Larry ein bisschen besser aufgepasst. Ja, und das bedeutet für Karl, der kann Doppelchampion werden bei WrestleMania. Das ist doch mal was.
Vielleicht erleben wir es tatsächlich noch, dass jemand als Doppel-Champion im Inverse rumhampelt. So, Walter Family freut sich. Beide mit einer Platz und ich glaube, erst das hat die richtig gepusht. Ja, dann würde ich sagen, wenn die beiden hier am Feiern sind, gehen wir mal weiter. So, News, da haben wir einmal wieder die neuen Champions, dann haben wir Steve Raymond hat ein reguläres Match gegen Cesaro gewonnen, nach der Schlussglocke aber weiter auf seinen Gegner eingeprügelt. Vielleicht möchte dieser Superstar deutlich machen, dass er vor dem Titelkampf eindeutig die Oberhand hat. Und Philipp Kinger von den Ärzten grünes Licht bekommen, kann wieder antreten. Der Superstar ist bereit, eindrucksvoll von seiner Verletzung in den Ring zurückzukommen. Rivalitäten, da haben wir jetzt noch ja eine Viking Raiders gegen Revival-Rivalität, die wir direkt mal wieder löschen werden, denn wir wollen ja wenigstens, dass die Abonnenten noch ein bisschen hier im Fokus stehen. Dann die Championship Rankings. Das gibt hier keine Veränderung beim Universal Ranking. Aber hier ist ordentlich was passiert. Sami Zayn an Cesaro vorbei. Rey Mysterio und The Miz an Mr. Madison vorbei. Cedric Alexander an Ricochet vorbei. Ja, und Snowman ist jetzt aufgestiegen. Und das ist auch eine Änderung, das kann ich schon mal ankündigen, für 2K20. Und zwar hatte Snowman den Titel 138 Tage. Ab sofort ist es so, wenn man einen Titel, einen Undercard-Midcard-Titel, über 100 Tage gehalten hat und man verliert dann das Match, das Titelmatch, dann steigt man automatisch in ein höheres Ranking auf. Sollte mir allerdings jemand sagen, nein, Evo, das möchte ich nicht, ich möchte für immer in diesem Ranking bleiben, dann werde ich das natürlich berücksichtigen, aber Snowman war jetzt so lange da drin, deswegen habe ich das einfach mal gemacht und damit das Ganze gut als Beispiel auch dient, also diese 138 Tage haben jetzt dafür gesorgt, dass Snowman ins US-Ranking aufgestiegen ist, wäre allerdings auch dazu bereit, ihn ins oder beziehungsweise sie, steckt ja eine Frau hinter dem Charakter, ins Hardcore-Ranking reinzupacken. Da einfach nochmal Bescheid geben, ob das gemacht werden soll, dann würde ich das auch berücksichtigen. Und ja, dann haben wir jetzt noch drei Leute hier im North American-Ranking. Da sieht man einfach mal, wie kaputt diese Division mittlerweile ist. Da ja eben viele einfach so sich mal aus dem Staub gemacht haben. Und ja, inaktiv wurden, deswegen jetzt nur noch drei Leute da. Ja, dann werden wir jetzt hier bei Raw fertig und gehen mal zu All Elite Wrestling rüber. Und All Elite Wrestling steht an und wir starten mit IT gegen Aiden. Es geht um den Never Open the Dream Gate Championship. Oh, dann würde ich sagen, wir gucken das Ganze an, drücke beiden die Daumen und los geht's. So, dann sind wir da, beziehungsweise Jojo überspringen wir. Da ist er. Und plötzlich doch ein Championship-Match der IT, nachdem er überhaupt nicht gut hier nach dem Cold Club-Split gestartet ist. Guys, what better way to start the night off than with this one? I can't think of a better match to kick the night off, Michael. In fact, we haven't even gotten started yet, and I can assure you that this will be a tough match to follow. Ich würde sagen, warten wir dann mal auf den Champ. Übrigens heißt es Open the Dream Gate Championship, weil das andere ist der Never Open Weight Championship. Ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, der L hat den Titel jetzt auch schon ein bisschen länger. Weiß gar nicht, bei dem müssen wir auch mal gucken, wie viele Tage er den Titel jetzt schon hat. Das würde nämlich dann auch nochmal für ihn bedeuten, wenn er den 100 Tage sollte ihn irgendwann verlieren, dass er dann auch automatisch aufsteigt. Also damit wäre quasi auch diese Regelung, so wie wir das bei dem mit den realen Wrestlern haben, dass die nach einem Rückmatch, beziehungsweise wenn die realen Wrestler ein Match verlieren, auch wenn sie den Titel getragen haben, die bekommen kein Rückmatch mehr, sondern die werden ja jetzt mittlerweile direkt auf den letzten Platz gesetzt, weil einfach das Everest soll das Abonnenten-Universe sein und die Abonnenten sollten da auch etwas besser behandelt werden, damit wir auch diesen Weg halt in 2K20 weitergehen. Und auf jeden Fall, ja, wenn dann eben ein Champion seinen Titel verliert, er hat ihn 100 Tage gehalten, dann bekommt er auch kein Rückmatch mehr, sondern steigt direkt im Ranking auf. Da wird der Titel präsentiert. Warten wir mal, dass der Ringrichter dem IT das zeigt, worauf er heute seine Chance hat.
Ja, los geht's. And we're underway. Looking at these two men, I don't think there's going to be anything traditional about this one-on-one matchup. Ja, momentan noch ein offener Schlagabtausch. Beide mit vielen Kontern. Und der nächste kommt direkt schon wieder. Obviously a great opportunity here for the challenger who can't afford to make any mistakes here tonight. Not when you're in the ring with a champion as dominant as this one. Na, jetzt wieder hier IT mit dem Reversal. Und der Leg Drop. Und der Reverse Leg Drop. To follow up Byron's earlier point, the challenger has to remember just how rare championship. Aber IA direkt schon wieder mit dem Konter und befördert jetzt mit der Closer noch draußen, liegt auch wieder hinterher. Don't worry, Cole, this isn't the challenger's first rodeo. Everybody knows exactly what's at stake here. Back in from the floor. Ja, die halten sich mal nicht lange auf, es geht direkt weiter. Beautiful technique. So. Ja, schon gesagt, das ist ein Rope Break. Walking around the city earlier today, guys, the only thing anybody was talking about was this title match. Everywhere I went. Und wieder diese Leg Drop Kombination von IT. Everybody was talking about this match. And it's reversed. Ooh, what impact. Byron, I had a similar experience as you this morning. Nearly every person at the gym I went to was talking about this title match, and rightfully so. This is an absolutely huge match. Okay, wait, wait. Let me get this straight. Byron spent the morning at the bookstore, while you... Uh-oh, here we go, here we go! Der angeschlagene Ref kommt auch wieder zu sich und Moonsault und nochmal. Hat er schon gerochen, dass er ausweichen wird. Eins, zwei, aber das ist noch nicht der Pre-Count. I can promise you that. Oh, this is dangerous right here. Jetzt will er, dass er aufsteht. Better stay right where he is. Lässt sich Zeit und da gibt mal das ein Codebreaker vom obersten Seil. Das muss doch mehr wehtun als dem Gegner. Aber wieder kommt er raus. IT hat so langsam nicht die Kontrolle in dem Match übernommen. Und kaum sage ich, es kommt wieder der Reversal. So, wieder der Pinfall-Versuch gegen L. Auch da wieder der Kickout. Und nächster Pinfall-Versuch. Also L gerade mit großen Problemen. Aber er kommt nochmal raus. Ich kann mir vorstellen, dass langsam jetzt auch das Comeback von IT kommen wird. Zu meinem Headbutt. Der steigt wieder aufs oberste Seil. Und möchte wieder, dass er aufsteht. Und wieder hier dieser Codebreaker vom obersten Seil. Nächster Pinfall-Versuch. Eins, zwei. Und nochmal der Kickout von L. Und jetzt kommt's Comeback. These guys giving the sold out crowd exactly what they came to see. Oh, doch nicht. What an incredible match. Das war die Befreiung hier von L. He's looking at it.
Oh, what a slam that hurt! Incredible. When this guy's on, look out. This is what makes him one of the best. Wenn IT das hier noch verliert, dann verstehe ich wirklich die Welt nicht mehr. He's playing with him now. He can't take. Der hat echt ein gutes Moveset, das muss man wirklich sagen. Gefühlt alles nach. Oder jetzt aber der Reversal von L. Wirklich aus nahezu jeder Position kann der einen Move mit ordentlich Impact gegen den zeigen. Das ist stark. Und es geht wieder aufs oberste Seil. Dann sehen wir jetzt wieder hier diesen Codebreaker. Ich glaube, dann wäre wirklich finito. Und da ist er. 1, 2. Und das ist nochmal der Kickout. Das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, IT muss wahrscheinlich nach dem Match auch zum Orthopäden wegen Rückenschmerzen. Aber trotzdem. Guter Controller hat er das alles. Und jetzt soll er hier kommen. Der Punch gegen IT. Das ist schon kommen, das war's jetzt. Und IT kommt raus. Also ich will jetzt nicht parteiisch sein, aber ich finde einfach nach der Leistung, nach der Performance hat es IT heute hier verdient, den Sieg. Er kommt wieder zu sich und jetzt wird das Comeback kommen. Da ist der erste, die zweite und wahrscheinlich dritte Close Line in die Ringecke. Und die vierte. Und der Stunner. Ich glaube, das war ein Fehler. Na, jetzt zeigt er den Pinfall. Das waren da zu viele Aktionen danach. Aber jetzt soll der Finisher folgen. Das war nur der Signature, okay. Das ist halt auch das, warum das Ganze geändert wird in 2K20, dass man eben weiß, oh, war das jetzt der Finisher und Signature? Dass wirklich nur noch Finisher als Finisher erlaubt sind und nicht mehr als Signature. Und IT kommt nochmal raus. Und es geht wieder nach draußen. Und Flatliner. Jetzt kommt tatsächlich L zurück. Und da ist es IT. Und das sieht wieder nach dem Codebreaker aus. Wenn der mal nicht so weit weg steht. Dann ist er eigentlich... Nee, er hat nicht getroffen. Er war zu weit weg. Was ist das denn jetzt? Probier trotzdem den Pinfall. Und nochmal der Kickout von A. Heftiges Match. Und jetzt Comeback von IT. Das ist natürlich auch noch da. Aber probiert er jetzt im... Nee, er tritt nochmal nach. Und Russian Leg Sweep. Jetzt wird er weggestoßen. Und ich glaube, jetzt wird das Match vorbei sein. Nein! Er taucht ab!
Und jetzt kein Finisher vom obersten Seil in der Ringmitte. Und da ist der Codebreaker. Pinfall. Das ist Rope Break. Das ist Rope Break. Und das war's. IT ist der neue Champion. Hat der Ringrichter nicht gesehen. IT krönt sich zum neuen Open the Dreamgate Champion. Hat er sich aber definitiv verdient, meiner Meinung nach. Starke Leistung. Weil wenn du überlegst, natürlich war das jetzt vielleicht eine Rope-Break-Situation, aber einfach auch, dass eigentlich sein Finisher schief ging. Weil das Spiel halt das irgendwie falsch berechnet hat. Geht das, denke ich, schon klar. Ja, Glückwunsch an IT. Das ist eine richtige kleine Maschine hier im Einzelbereich. Hätte ich nicht mitgedacht, gerechnet. Na gut, dann gehen wir mal weiter. So, dann war Jimmy Havoc gegen The Devil of Joker. Da setzt sich The Devil of Joker durch. Patrick King mit einer Promo wird vom Tank Leon unterbrochen. John the Danger gegen Van Knight. Hier setzt sich John the Danger durch. Killer Gamer mit einer Promo wird von Kenny Omega unterbrochen. Gully gegen Luchasaurus. Da setzt sich der Luchasaurus durch. Samoan Alpha hat es mit Darby Allin zu tun. Da setzt sich der Samoan Alpha durch, der sich so langsam hier gefangen hat. So, dann gucken wir mal in die News rein, was wir da haben. Kenny Omega versuchte mit der Menge über seinen jüngsten Erfolg zu sprechen, aber Killer Gamer unterbrach ihn am Mikrofon, um seine eigenen Ansprüche auf bessere Chancen zu stellen. Die Konfrontation zwischen diesen beiden Superstars könnte der Beginn einer aufkeimenden Rivalität sein. Patrick King rief The Tank Leon zum Ring, um ihn wegen seiner Aktion von letzter Woche zur Rede zu stellen. Die Stimmung geriet schnell außer Kontrolle. Als die beiden Superstars aufhörten zu reden und die Fäuste sprechen ließen, was ihre Diskussion in eine handfeste Prügelei verwandelte. Ja, und IT ist der neue Champion, das wissen wir. Rivalitäten haben wir noch 5 Wochen IT gegen Devil of Joker, 5 Wochen L gegen Jimmy Havoc und 5 Wochen Patrick King gegen den Tank Leon. Ja, dann gucken wir mal in die Championship-Rankings rein. Da ist John Moxley am Killer Gamer vorbeigezogen. Dann Luchasaurus an Jimmy Havoc vorbei. Dustin Rhodes und Shawn Spears an Gully und Van Knight vorbeigezogen. Drake ist am Tank Leon vorbei. Keine Veränderung beim Tag-Team-Ranking in diesem Sinne. AEW beendet, dann gehen wir mal zu New Japan rüber. So, da haben wir den Opener mit Katsuchika Okada, Kin Medaro, Sanada und Ricardo Valesca Jr. setzt sich Okada durch. Am Ende der Pinfall gegen Valesca. Dann Kota Ibushi gegen Jay White, da setzt sich Jay White durch. Dann haben wir die Undisputed Era gegen die Black Invasion, da setzt sich die Black Invasion durch. John the Danger trifft auf Tim the Beast, da setzt sich John the Danger durch. Außerdem Death Psycho gegen den Crimson Shaw, da setzt sich mal wieder der Death Psycho durch. Derrick Owen Jr. trifft auf Evil, da setzt sich Evil durch. Und der Main Event Hergi gegen JDB, da setzt sich Hergi durch. So, da gucken wir in die News rein, was wir da haben. Nur eine Sache, Tim the Beast hatte genug von seinem Rivalen, ließ seine geballten Frustration und Wut bei einem wilden Angriff auf John the Danger freien Lauf. Der Superstar bewies ihm diese Racheaktion Durchhaltevermögen und Mut. Rivalitäten haben wir noch 5 Wochen Danger gegen Beast, 11 Wochen die Undisputed Era gegen die Black Invasion und 5 Wochen Death Psycho gegen den Crimson Shaw. Ja, dann gehen wir mal in die Championship Rankings rein. Keine Veränderung beim World Ranking. Jay White an Adam Cole vorbei. Hergi ist an Roderick Strong und Zack Sabre Jr. vorbeigezogen. Kann man sehen, wie schnell Hergi, der war auf dem letzten Platz, ist jetzt schon wieder auf Platz 2 hier in dem Ranking. Drake ist an The Tank Leon vorbei. Das wussten wir, glaube ich, schon eben. Der ist auf jeden Fall jetzt auf dem 2. Platz. Und ja, auch hier wieder keine Veränderung beim Tag Team geschehen. Dann gehen wir mal zur nächsten Show. Beziehungsweise eine Sache machen wir jetzt noch. Und zwar, ich will mal wissen, wie lange Ale jetzt den Titel hier gehalten hat. Haben wir es denn? Moment, erstellte. Da. Oh, Ale! Ale steigt auf tatsächlich. Okay, das müssen wir noch berücksichtigen. Dann machen wir das noch schnell. Beziehungsweise kann ich das auch abseits der Folge machen. Das ist jetzt eigentlich egal. Ja, dann gehen wir mal zu SmackDown. Und da starten wir mit Austin Bishop und Red Drago gegen das B-Team. Da setzen sich das B-Team durch. Dann haben wir Kevin Owens mit einer Promo, wird vom King Over unterbrochen. Philip King wieder mit einer Promo, wird von Randy Orton unterbrochen. Dann die EWO trifft auf die Bludgeon Brothers. Da setzt sich die EWO durch. Daniel Bryan hat es mit Brock Lesnar zu tun. Da setzt sich Brock Lesnar durch. Tracer trifft auf Aleister Black. Hier setzt sich Aleister Black durch. Dark Magic trifft auf Roman Reigns. Hier setzt sich Roman Reigns durch. Und das war's. Ja, dann gucken wir mal in die News nochmal rein, was wir da haben. 3 Sachen. Philip King betrat den Ring, führte der Menge den Erfolg seiner Championship-Herrschaft vor Augen. Aber dann kam Randy Orton heraus, unterbrach ihn mit einer mutigen Ansage. Er verkündete, dass er die Regentschaft des Champions beenden würde und sprach damit eine Herausforderung aus, die dieser kaum ableben konnte. Also Randy Orton will in die Undercard-Szene rein.
Durch seine Enttäuschung motiviert rief Kevin Owens den Superstar raus, den er vor kurzem auf die Verliererseite gebracht hatte. King Over erschien, es entwickelt sich ein angespannter verbaler Austausch über die Mikrofone. Es scheint, dass ein entscheidendes Match zwischen diesen beiden Rivalen in den nächsten Wochen bevorsteht. Owens und New Day haben einen gnadenlosen Angriff auf Curtis Axel und Bo Dallas durchgeführt. Der Superstar, die diese Superstars wollen ihren Rivalen und allen, die sich ihnen in den Weg stellen, Schmerzen fügen. Es sieht nicht aus, ob das so schnell enden würde. Rivalitäten haben wir hier. Philip King gegen Randy Orton 12 Wochen, 6 Wochen King Over gegen Kevin Owens und 6 Wochen die EWO gegen die Bludgeon Brothers. Ja, dann gehen wir mal in die Championship Rankings rein. Da ist Roman Reigns an Kevin Owens vorbeigezogen. Dann hätten wir keine Veränderung beim Intercontinental Ranking, keine Veränderung beim Hardcore Ranking, keine Veränderung beim North American Ranking, keine Veränderung beim Tag Team Ranking. In diesem Sinne, Leute, sind wir am Ende schon wieder angekommen der heutigen Folge. Es geht jetzt mal ruckzuck, weil es ja nicht mehr die 24/7 Matches gibt, aber wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video doch mal wieder einen Daumen nach oben da, schreibt euer Feedback wieder in die Kommentare, was von dir gut, was würdet ihr vielleicht verbessern, welche Wünsche habt ihr an 2K20, Links zu meinen Social Media Accounts unten in der Videobeschreibung verlinkt, genauso der Link zu meinem Discord Server. Gerne mal vorbeischauen, gerne mal ein Follow hinterlassen, würde mich sehr, sehr freuen. Außerdem die ganzen Informationen zur Pinktober Kampagne, die ich den ganzen Oktober unterstütze, würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr euch mal mit der Thematik befasst, alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Jeden Tag 15 neue Folge WWE 2K19, das Community Universe, das Everse, wird bis zum Release von WWE 2K20 durchgezogen. Dann kommt zeitnah schon das Informationsvideo zum 2K20 Everse und jeden Tag 18 neue Folge NHL 20, die DL-Song mit den Kölner Haien. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn euch das Ganze hier gefällt, ihr meinem Kanal ein Abo hinterlasst und wir den Weg in Zukunft gemeinsam bestreiten würden. Dann bin ich jetzt an dieser Stelle raus, bedanke mich da ganz, ganz herzlich fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit, wünsche euch allen noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.